Tagchen, Leute. Heute gibt es wieder ein neues Trexperiment für euch. Und ich bin deshalb mit meinem Trexperimentiertisch in der Nähe von Glonn bei München unterwegs. Ich finde es wunderschön hier. Viel Wald. Ich liebe den Wald. Und irgendwo hier treffe ich auch meinen heutigen Herausforderer. Das Ding ist nur, ich habe keine Ahnung, wer das ist. Also wirklich, kein Plan. Aha, da ist er ja. Auf jeden Fall ziemlich gut getarnt. Keine Chance. Ich sehe nur einen Typen, der sich im Wald versteckt. Alles, was ich weiß, ich muss zu diesem Bauernhof. Und ich bin echt gespannt, was mich erwartet. Hallo? Hallo? Herausforderer? Hallo. Hey. Guten Tag, Tobi. Julia. Hallo Julia, bist du meine Herausforderin? Nein, aber ich weiß, wo wir hin müssen. Okay. Genau. Wir. Das ist ja geheimnisvoll alles hier. Wir gehen hier hinter. Alles klar. Komm mit. Also du bringst mich nur hin. Ich bring dich nur hin. Okay. Das wird ja immer mysteriöser. So hat echt noch nie ein Trexperiment angefangen. So. Alles, was ich weiß, ist, dass ich dich genau hier abliefern soll. Und das war's jetzt erstmal. Das war's von meiner Seite. Julia, vielen, vielen Dank. Viel Spaß. Ciao. Danke. Tschüss. Das jetzt? Hi Tobi, lass deinen Tisch am Waldrand stehen und gehe gerade in den Wald. Sagt wer? Wer schreibt mir denn hier? Na gut, dann gehe ich halt in den Wald. Aber dann nehme ich mir auch Verpflegung mit. Joghurt, Brötchen, Wasser natürlich. So, hervorragend. Jetzt bin ich ausgerüstet und kann nicht verhungern. Schade, dass das Wetter so schlecht ist. Obwohl, da hinten wird es schon hell. Na gut. Okay, ich soll gerade in den Wald gehen. Also keine Umwege, keine Kurven. Okay. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Und der Wald wird auch immer dichter. Auf dem Zettel stand, geh gerade in den Wald, also laufe ich gerade, oder? Hallo? Hallo? Da steht jemand. Nicht dein Ernst. Den kenne ich doch. Joe! Natürlich bist du das. War ja klar, dass das nur Joe sein kann. Der hat mich schon zweimal herausgefordert. Einmal musste ich ein Ei in einer Papierpfanne braten und einmal sollte ich ein Feuer mit gebündeltem Sonnenlicht entzünden. Das hätte ich mir wirklich auch denken können. Das war doch klar. Hallöchen. Weißt du was, ich bin 100 Jahre hierher gelaufen, Mann. Das ist ein schöner Wald, oder? So, jetzt will ich es auch wissen. Was ist heute meine Aufgabe? Bist du ganz gerade in den Wald reingelaufen? Soweit es ging, ja klar, geradeaus. Deine Aufgabe ist, wieder rauszufinden, und zwar genau zu deinem Wagen. Das ist mein Experiment. Das ist deine Aufgabe. Okay, also ich meine, du hast geschrieben, geradeaus, ich bin geradeaus gelaufen, ich kam von da. Also würde ich sagen, wir gehen dahin. Bist du von da gekommen? Hast du doch gesehen, wie ich auf dich zugekommen bin. Du bist nicht von da gekommen. Und das ist jetzt der große Unterschied, ob ich von da oder von da gekommen bin. Ja, sicher, wenn du eine Stunde in die falsche Richtung läufst. Das geht ja richtig weit. Ah, verstehe. Da macht ein Mini-Unterschied schon echt was aus am Ende. Das muss ganz genau stimmen. Gut, aber ich bin den Weg ja gegangen. Ich habe ja die Augen aufgehabt. Ich muss mich einfach nur an gewisse Wegmarken erinnern und dann finde ich schon wieder raus. Probieren wir es auch. Und so grob zumindest kam ich von da. Es kommt hin. Kommst du mit? Ja. Ich zeig dir den Weg zu meinem Tisch. So, also auf jeden Fall kam ich von dem Hügel. So, und an dem Baum da bin ich zum Beispiel auch vorbeigekommen. Ah, guck mal, zum Beispiel hier, an den Moosbaum, da erinnere ich mich. Wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Ich erinnere mich an diese Wurzel. Aber ehrlich gesagt, so langsam finde ich keine Wegmarken mehr, die mir bekannt vorkommen. Joe, warte mal. Ganz ehrlich, ich bin mir irgendwie bin ich mir doch nicht mehr so sicher. Das Gute ist, ich bin mir sicher. Wirklich? Ja. Also weiter in die Richtung, ja? Nein, nein, ich bin mir sicher, schon mal dahin. Ist das der Punkt, wo wir uns getroffen haben? Ja, hier sind wir losgelaufen. Nicht dein Ernst. Doch. Ey, wie kann denn das passieren? Wir sind doch immer geradeaus gegangen.
jeder Baum sieht gleich aus. Ja, und jetzt? Das ist genau der Fehler, dass du losgelaufen bist. Du hast nicht geplant, sondern hast gesagt, die Richtung. Ja. Okay? Und so hast du dich verlaufen. Ja, ich müsste natürlich, das würde natürlich helfen, wenn ich von oben drauf gucke. Mhm. Überblick, ne? Dann kann ich meinen Weg erkennen. Dann sehe ich, wo ich langlaufe. Wäre eine Idee. Ich kletter einfach auf den Baum. Guck mal, hier habe ich einen stabilen Ast, noch einen, da kann ich so treppenmäßig hochsteigen. Aber das ist mir zu gefährlich. Bevor du da hochkommst, kriegst du einen Gurt an und dann sichere ich dich. Eins, zwei, drei. Okay, hier unten ziehe ich gerade nach. Das ist doch ein super Aussichtsturm. Jetzt muss ich nur noch den Waldrand mit meinem Tisch entdecken. Ah, Mist, ey. Was ist los? Ehrlich gesagt, ich sehe von hier oben auch nur viele Bäume. Okay. Selbst wenn ich noch viel höher wäre, ich glaube wirklich nicht, dass mir das jetzt den mega Vorteil bringen würde. Es ist super dicht. Brauchen wir eine andere Lösung. Shit. Und? Ach Mann, ey. Das hat überhaupt nichts gebracht. Gehen wir zurück. Joe, ich glaube, wir werden hier übernachten. Ich finde hier nicht raus. Ich habe keine Ahnung. Es sieht alles gleich aus. Es wird immer dunkler. Beruhig dich. Erinner dich dran, als du heute früh hier angekommen bist. Ja. Was ist dir alles aufgefallen? Hä? Ich bin halt mit meinem Tisch angekommen, habe also diesen Zettel gefunden, meinen Rucksack gepackt, habe mich noch kurz gefreut, dass es nicht regnet. Da hinten kam sogar die Sonne raus. Und dann bin ich in den Wald reingegangen, genau wie du es mir aufgeschrieben hast. Okay, die Sonne ist rausgekommen. Ja. Könnte das uns helfen? Wie meinst du mir helfen? Hilf du mir mal. Was meinst du mit Sonne? Komm mal her. Ich glaube, er hat einen Tipp. Das hier ist der Waldrand. Ja. Okay? Bist du mit dem Wagen? Richtig. Von wo kam die Sonne? Von hier. Von hier, also von hier. Genau. Okay, also strahlt die Sonne morgens in diese Richtung. Wo geht die Sonne morgens auf? Da gibt es diesen Merksatz, den kenne ich natürlich noch. Im Osten geht die Sonne auf, nach Süden nimmt sie ihren Lauf, im Westen wird sie untergehen, im Norden ist sie nie zu sehen. Okay. Ich war heute Morgen hier, das heißt da, wo die Sonne herkommt, ist Osten. Was ist da? Gegenüber ist Westen. Und da? Süden, Norden. Das heißt, in welche Richtung bist du ganz gerade gelaufen? Ich bin ganz geradeaus von Süden nach Norden. Ich bin Richtung Norden gelaufen. Genau. Und in welche Richtung musst du jetzt laufen? Nach Süden. Wie kriegen wir raus, wo Süden ist? Jetzt ist Abend, die Sonne kommt gerade von Westen. Okay. Wenn wir jetzt diesen Stock hier nehmen, ja, dann müsste der Stock ja einen Schatten Richtung Osten werfen, weil die Sonne aus Westen kommt. Da gibt es ein Problem. Ja, dass die Sonne nicht scheint? Ja. Aber, Entschuldigung, jeder von uns hat doch heutzutage ein Handy in der Hosentasche mit einem Kompass. Mein Akku ist leer. Hast du ein Handy, bitte? Ich habe kein Handy dabei. Okay, was darf ich denn überhaupt benutzen? Ja, alles, was du dabei hast. Na toll, also so richtig viel ist das heute ja nicht. Ich habe ja eben nichts dabei. Mein Tisch ist ja irgendwo am Waldrand. Und ich habe nur meine Klamotten und meinen Rucksack, das war's. Ja, woraus besteht denn ein Kompass überhaupt? Aus einer Nadel, die nach Norden zeigt. Okay. Aus einem runden Gebilde, wo draufsteht, wo Nord, Süd, Ost, West ist. Das ist ein Kompass. Würde ich sagen, schauen wir mal, was du dabei hast. Und vielleicht können wir ja daraus einen Kompass bauen. Ja, klar. Also ich habe eine Thermoskanne dabei. Okay, Thermoskanne. Mein mega leckeres Pausenbrot. Das nehme ich. Flasche Wasser natürlich. Ein Joghurt. Aha. Okay. Das Pausenbrot kriegst du wieder. Die Thermoskanne können wir leider nicht verwenden, aber Wasserflasche und Joghurtbecher. Du willst aus dem Joghurtbecher und Wasser einen Kompass machen? Ja, aber uns fehlt noch was dazu. Na klar, die Kompassnadel, ja, der wichtigste Teil. Das heißt, wir brauchen irgendetwas aus Metall. Ich habe kürzlich mein T-Shirt aufgerissen. Okay. Da, guck, Riesenloch. Dann habe ich damit einigermaßen hält hier so eine kleine Nadel durchgeschoben. Super. So, damit wird es aber noch nicht ganz gehen. Nee, genau. Die Kompassnadel ist magnetisch und zeigt irgendwie deshalb nach Norden, glaube ich. Ne? Ich habe nie ganz kapiert, warum. Ich mache jetzt hier einen Kreis auf. Was könnte es sein? Die Erde. Das ist die Erde, okay. Und hier ist der Tobi zum Beispiel drauf. Aha. Und am Norden, das ist der Nordpol, gehen magnetische Feldlinien hier raus. Ja. Und wenn du jetzt deine Nadel nimmst, dann wird der Nadel Nordpol zum Südpol gezogen und der Nadel Südpol zum Nordpol. Und wenn du die Nadel zum Beispiel so hinlegst, dann richtet die sich automatisch aus, sodass sie genau nach Norden und Süden zeigt. Dafür muss die Nadel aber selbst zu einem Magneten werden. Aha. Okay? Wie machen wir das? Ich glaube, das funktioniert eigentlich, wenn man Magnet nimmt und an so einer Nadel zum Beispiel reibt, dann magnetisiert sich auch die Nadel.
Dann bräuchten wir jetzt noch einen Magneten. Genau, aber den habe ich eben natürlich nicht. Doch. Nein. Du hast dein Telefon dabei. Dein Telefon hat einen starken Lautsprecher drin und da ist ein starker Magnet drin. Schauen auch wenn der Akku aus ist, geht das? Auch wenn der Akku aus ist. Und jetzt schauen wir mal. Siehst, hast du das gerade gesehen? Die Nadel bewegt sich hier zum Magneten. Und hier ist der Magnet drunter. Und das, was du jetzt machen musst, du nimmst die Nadel und achtest darauf, dass die Spitze vorne ist. Ja. Jetzt ziehst du die Nadel am Magneten vorbei, gehst dann weit außenrum vorbei und wieder in dieselbe Richtung zurück. Und ich würde jetzt vorschlagen, du hast es genügend gemacht, du kümmerst dich mal darum, dass unser Schwimmerbecken leer wird und ich besorge einen Schwimmer für den Nadel. Das ist doch eine Arbeitsteilung, mit der ich arbeiten kann. Ich sehe, du hast gearbeitet. Ah, fertig. Ich habe dir einen Schwimmer mitgebracht. Und zwar, guck mal her, siehst du das da drin? Ja. Das ist ein richtiger Schaumstoff, wie Styropor. Und das nutzen wir als Schwimmer. Okay. Ja klar, schwimmt komplett oben drauf. Und genau diese Schwimmer lassen auch meine Kompassnadel auf dem Wasser treiben. Und? Es richtet sich aus. Es richtet sich aus. Wir testen es, indem wir es ein bisschen umdrehen, ob es sich wieder ausrichtet. Dazu bewegen wir es nicht und... Es richtet sich schon wieder aus! Ja. Wir wissen aber nicht, welche von den Kompassnadelseiten wie magnetisiert ist. Ganz genau. Das heißt... Da und da ist Nord oder Süd. Richtig. Das heißt, wir brauchen mindestens noch eine weitere Information. Genau. Ich bin von da gekommen. Ich bin vom Süden nach Norden gelaufen. Dann ist da Süden. Ganz genau. Und dann müssen wir da hin. Jawohl. Das heißt, wir haben jetzt eine Nadel, die immer gleich genau gerade nach Süden zeigt. Ja. Und müssten irgendwann beim Tisch rauskommen. Genau. So. Okay. Dann kann es eigentlich losgehen, ne? Dann starte ich hiermit das Experiment. Und Joe, mir ist gerade noch was eingefallen. Wenn wir jetzt einmal ganz genau peilen, wo exakt Süden ist, zum Beispiel in dem Fall jetzt der Baum da hinten, dann gehen wir die 300 Meter und dann peilen wir wieder neu. Und so kommen wir irgendwann ans Ziel. Ich glaube, das ist die richtige Idee. Los geht's. Okay, der Baum war das. Ja, was? Jetzt wieder neu peilen. Kurzes Wasser beruhigen. Siehst du den gleichen wie ich, den ganz breiten? Den rechts? Ja, okay. Genau. Als nächstes zu dem. Und wir müssen uns echt beeilen, weil es bald stockduster, dann sehen wir nicht mehr, den Kompass. Hey, siehst du das? Siehst du das? Waldrand. Da wird's hell, ich glaube, da ist der Waldrand. Ja, ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Geschafft. Guck mal, da vorne ist der Waldrand. Gleich haben wir es geschafft. Oh Gott. Waldrand? Waldrand. Aber kein Baden. Wo ist er denn? Ich glaube, irgendeinen Fehler haben wir gemacht. Da oben steht er. Da oben steht er. Komm mit, komm mit, komm mit. Bitte sag, dass es geht. Bist du der Meinung? Komm, ey, die 15 Meter oder was? Klar, natürlich. Ich meine, das ist voll super. Yeah! Oh, Gott sei Dank. Experiment gewonnen. Es hat funktioniert. Danke dir. Sehr gerne. Und ihr macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal.